Falsches Szenen im OBS. Go! Was für morgen frei hat. Du? Ja, und du auch? Vielleicht habe ich dich ja verarscht? Regnet. Wie heißt denn das? Da ist jetzt Red Bull Ring, gell? Guten Morgen und willkommen zum heutigen Training in Österreich. Es sollte um kurz vor 10, also in wenigen Minuten, doch gleich losgehen auf dem 4,3 Kilometer langen Kurs, der früher als Formel 1-Ring bekannt war. So, nix. Nix. Willst du ein paar Runden fahren? Nö. Das ist gar nicht so lange her. Also von mir aus können wir auch weitergehen. Ich hab ein paar Runden gefahren. Das ging ja mal schnell, hey. Darf mal drei rennen, Mann. Das war ein produktiver Tag für Kimi Räikkönen. Er Was? Hat beim heutigen Training auf den ersten Platz geschafft. Okay, ich habe die Zeiten immer im Kopf. 1,9? Was bist du gefahren? Gerade im Zeitfall ohne 1,9. Hey, guck mal, wir haben 1,12,297 gefahren. Nice. Ich bin nur so schnell wie der Alonso. Gar nicht mitkriegt, dass ich so schnell gefahren bin. Es ist Samstagnachmittag und somit Zeit für das Qualifying. Oh, da ist der Bulle. Herzlich willkommen. Der hat einen Schwanz. Also vorne. So, Setup. Ich guck immer nach links, weil ich denke, da bist du, aber du bist ja gar nicht. E-Berg. Ich habe heute sogar Monza gefahren. Ich bin bald durch. Nice. Gell? Okay. Schick. Okay, passt. Hier wollen wir rennen, oder? Wieder vom letzten Platz vorfahren. Nee, Mann, ich will jetzt wieder gewinnen. Die letzten zwei Rennen habe ich nicht gewonnen. Wieder umstellen. Fahr nach dem Rennstart gleichmäßig und Achtung an den Scheitelpunkten. Mit Mischung 3 erhältst du die beste Motorleistung. Was ist denn jetzt los? Mein Renningenieur hat gerade gesagt, wir alle stehen hinter dir. Hä? Fuck. Gestern hast du doch mal irgendwie gemeint, die Regenreifen nutzen sich nicht ab, gell? Ja. Ich hab heute ein Rennen in Monza gefahren und bin durchgefahren mit Regenreifen, also die nutzen sich schon ab. Okay. Ich habe nur 25% Renndistanz.
Fährst du noch eine Runde? Nee. Hab die schon verkackt. Okay, also weiter, ja? Also, von mir aus. Du kannst schon fahren, wenn du willst. Wenn du sagst, du bist 1,9 schon gefahren. Jetzt ja, hatte ich ja gerade. Ja, das war eine 1,8, die ich gefahren bin. Jetzt habe ich 1,10,0. Das reicht mir aus. Ja, wie du willst. Ich bin eh schon in der Box. Oh, du bist auch in die Box. Aber warum willst du so schnell durchziehen, Mann? Bist du dir sicher, dass man, ja. Owl. Boah, ein Zehntel hätte gefehlt auf dem Ricciardo. Easy. Wir sind hier in Spielberg, 2 Stunden von Wien entfernt, an einer Spektrum. Wie heißt denn der Ring jetzt? Vor einer Kulisse. Ein Red Bull Ring, oder? Und Hügel. Das heutige Rennen wird sicher ein Schmankerl. Freuen Sie sich auf den großen Preis. Kriege ich erkältet. Und das ist die Startaufstellung für das heutige Rennen. Hä, hey, echt? Ja. What the fuck? Warum klinge ich dumm von weit entfernt? Ich weiß es nicht. So, Radbeginn. 3 Stops! Läuft. Easy. Klingt echt so komisch? Na, jedenfalls nicht so wie sonst. Aber du hörst mich, oder? Ja, ja. Okay. Da wollte ich jetzt nichts ausstellen. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Ja, Alter, sicken Start erwischt. Ich hasse die Kurve, Mann. Ja, ich hatte gerade übelst den Lag schon wieder, oder den Ruckler gerade. Okay. Unsere Teammates hängen uns am Arsch, hä? Anfang etwas schwerfällig anfühlen.
DLS aktiviert. DLS ist jetzt verfügbar. Alter, schießt dich bloß nicht wieder ab, gell? Nee, nee. Jetzt musst du es sehen. Ja, das, ich habe eure Bobbel gesehen. Und dass ihr Position gewechselt habt. Achso. Jetzt sehe ich den dritten. So, stimmt ja. Oh nein. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Alter, in der Passage wird mein linker Vorderreifen immer rot. Gibt's hier, Mann? Ja, da will man DRS, ne? Ja, das stimmt, doch. Da habe ich echt versucht, dass ich bloß wegkomme vom Rossberg. Ja, der lässt mir keinen Platz, Mann! Ich war schon außerhalb, fast auf der Strecke draußen, Mann. Nein, lass dich vorbei, du Penner. Ich hoffe, dass du mich rausschießt. Dass du halt der ist, oder? Ja. Also trotzdem weg. Die Reifen, das ist danach, kann das sein? Ja. Also halbe bis dreiviertel Sekunde verliere ich schon an Zeit. Bring den Reifen. Aber ich komme eh Runde 6 rein, also die Runde. Ich fahre jetzt diesmal einfach wieder die Taktik runter, die er vorgibt. Ich bin noch nie in die Box gefahren hier, oder? Ah, okay, passt zu. Nicht, dass ich hier irgendwas crash. Die anderen fahren alle noch. Ja. Boah, Runde 15 jetzt. Okay, da bin ich gespannt. Fertig, los jetzt.
gleich zum 10. Da ist ja da Alonso's Camp in mir. Boah, das ist doch knapp, Mann. Nice! Ich bin direkt vor der Boxen einfach. Was ja. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb im Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel.
Das ist drei. Ja. Kurzer Offroad-Trip. Und noch einer? What the fuck? Was mach ich denn? Mich würde echt mal interessieren, wie der das ändert. Als ich aus der Box aus bin, stand noch dran, ich muss in Runde 13 in die Box. Jetzt steht, ich muss in Runde 15 in die Box. Jetzt steht dran, ich muss in Runde 13 oder hätte ich gerade rein müssen. Okay. Und mich würde echt mal interessieren, ob die das anhand von der Abnutzung machen. Oder nicht. Oder ob die einfach nur die 0815 Schema da durchgehen. Da liegen Teile, what the fuck? Mhm. Kann aber halt durch die Teile durchfahren, ich suche keinen. Das ist für eine schlechte Runde, ich hätte echt reinfahren sollen, Mann. Hast du was mit den Teilen zu tun, die da rumgeflackt sind? Nein. Ehrenwort? Ja, Ehrenwort. Ich habe uns vorhin gesagt, komm, gelbe Flagge vor dir, pass auf. Bla bla bla. Hat mal niemanden rausgecrashed? Nee. Das Radar zeigt
schon in 15 Minuten einsetzt. Viel leichter Regen. Wann? 15 Minuten, haben sie gerade gesagt. Eventuell. Oh nein. Ich hab gerade. Nein, ich hab jetzt gerade Weiche drauf. Dann hätte ich Harte drauf tun sollen. Konntest du es nicht sagen? 3 Sekunden. Ich hab direkt gesagt. Ich hab direkt gesagt, wo es ausgesprungen hat. Ich weiß nicht, warum die dir das nicht gesagt haben. Jetzt sind meine Renningenieure scheiße. Dieser grüne Kreis auf der Minimap ist der S-Punkt, gell? Der ist mein S-Punkt. Was ist der gelbe? Ich nicht so drauf geachtet, keine Ahnung. Mach weiter so, du beruhigst mich gleich. Aber. Warum hast du vor Stufe 2? Das ist nicht ein Spiel, ich sehe gerade das hier nicht mehr. Das ist ein City, ich habe gerade. Wir fahren jetzt mit 5 Kilo Benzin, noch 25 Kilo. Ist mich gleich wieder. Tada! Wer Platz zwischen du? 5 Meter. Aber warum bist du jetzt wieder so weit hinten? Ich hab vorhin gesagt, dass ich beim Überholen hier gedreht habe und dann direkt beim Drehen in die Boxengasse gespielt bin und mir da meine Vorführung abgefahren hab. Und dann muss ich gleich nochmal rein. Ja, das heißt wieder 2 Boxen aus innerhalb von 2 Runden. Unlucky. Nee, das weiß ich selbst so schuld, dass ich nicht mehr Runde meckert. War ich selber schuld. Aber die Umwelt hier schaut schon geil aus, Mann.
Minuten soll es leicht zu regnen anfangen. Sogar 10 Minuten soll es leicht zu regnen anfangen. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Bin ich ja gespannt. Hoffentlich frisst es mich der Regen diesmal nicht wieder. Aufgesetzt. Das war ein ekelhafter Ton. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Ist er vorbei? Ja. Nee, ich hab kein DS. Start und Ziel wahrscheinlich. Uiuiuiui. Und ich verbremse mich halt auch. Da hängen sie die schon blaue Flaggen, oder? Ja, ja. Sorry, wenn ich so lange fahre, aber ich hab harte Reifen. Ja, mal Start und Ziel. What the fuck, Alter? Wie es mich in den Turbulenzen von dir mal voll rauslässt. What the fuck? Ich dachte, du läufst mich vorbei als Start und Ziel. Alter, ja, ich lasse sie jetzt vorbei. 5 Sekunden Strafe, Alter. Oh. Ja, Start und Ziel wäre es eigentlich fällig gewesen. Ich dachte, kommst du vorbei. Zieh mich extra rechts gefahren. Er hat jetzt gut Zeit verloren und 2 Sekunden hat der Rosberg auf mich aufgeholt. What the fuck? Starkregen in 15 Minuten, jetzt habe ich es auch zum ersten Mal gehört. Alter, das Rennen geht halt, oh Gott, am Ende wird es echt pissen. Oh Gott. Da muss ich fast noch eine Weiche drauf knallen, Mann. Wow. Wow. Ne, Alter. Ich habe 2,5 Sekunden die Runde verloren. Das ist die Frage, Mann. Was mache ich? Das Witzige ist, du bleibst sogar mehr oder weniger dran jetzt, weißt du? Ich weiß auch nicht, wie deine Reifen aussehen. Ja, ein bisschen abgefuckte Weiche halt. Das ist jetzt Runde 8 auf den. Aber ich muss schon noch ein bisschen fahren. Ja, du machst einfach zu viele Fehler. So vom Speed her wärst du halt eigentlich schon dabei. Glaube ich aber gar nicht, weil die haben mich zu Beginn auch schon wieder gleich geritten. Also nachdem Regen vorbei war, war es ja quasi Oh, jetzt wird's schon dunkler. Da kamen noch die anderen Wegen, die haben mich dann auch noch überholt und dann war es, ja, weiß ich nicht.
Ja, vom Speed her solltest du eigentlich jedes Rennen Vierter werden können. Was machst du jetzt am Boxenstopp technisch? Ich glaube, Alter, ich glaube, das ist am Weg zu regnen. Mit dem Harten so lange fahren, ist am Weg zu regnen. Schauen sie denn aus, deine Harten? Nicht gut. Und meine Weichen sind schon fast rot, Mann. Alter, ich verliere voll Zeit auf dem Rostock, what the fuck? Was hatten wir für Reifen? Das Radar zeigt an, dass es in 5 Minuten leicht zu regnen anfängt. In 5 Minuten. Das Radar zeigt an, dass es in 5 Minuten leicht zu regnen anfängt. Na geil. Wir erwarten, dass die Reifen jetzt langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Der Grip lässt eventuell etwas. Alter, soll ich es riskieren und nochmal weichen holen? Naja, deine Ingenieure sagen irgendwie, dass später Regen an. Ah, hätte ich jetzt verharte Reifen drauf, anstatt weiche, hätte ich alles richtig gemacht. Alter, das wird voll dunkel, Mann. Ich könnte jetzt pokern, nochmal weiche drauf tun und nochmal ein bisschen Zeit hinklatschen. Wenn es dann aber nicht regnet, bin ich rimpf. Weil dann habe ich viermal weich gefahren. Fuck, was mache ich denn? Benzin-Update für dich. Es sind noch 40% des Startbenzins übrig. 40%. Und was machst du? So, du fährst ja gerade rein. Ich ändere nichts, Alter. Harte drauf und keine Ahnung, mal schauen, was passiert. Alles andere wäre jetzt eigentlich blöd. Rosberg fährt auch hinter mir gerade in die Box, dann passt's. An der Raycon bleibt noch eine Runde. Das passt schon, die müssen auch noch mit rein. Das heißt, an der Raycon hat halt jetzt die Harten drauf. Ich hasse die Kurve in der Box, Alter. Wo die Mauer immer so nahe kommt, ja. Ja, das wird nochmal richtig dunkel, das Schiff glaube ich echt noch. Hä? Ist der Raycon noch in die Box? Oh nein. Das sind schon die ersten Tropfen, Alter. Ich war gerade drin. Mann, fick dich. Ich hab noch keine Tropfen. Ich hab schon Tropfen auf, vorne auf dem Auto. Also die so wegschlieren vom Fahrtwind. Okay, dann fahr ich noch eine Runde und dann. Obwohl. Du siehst nichts da bloß. Alter, das wird anfangen zu pissen. Je nachdem, wie lange du es durchhältst, kannst du noch richtig Zeit gut machen, Alter. Also ich muss also laut Strategie muss ich nur 27 rein. Ja, dann geht's ja. Alter, hat der Rostock auf mich aufgeholt, das kann's ja nicht sein, Mann. Boah, wird ein Schluderig hier. In den nächsten paar Runden kann es durch anfangen. Ja gut, dann haben wir mal die Temperatur von den Reifen auf dem Schirm. Boah, ist das Flurry. Echt jetzt? War dem die zwei Linksbogen? Ja gut, weil deine Reifen am Arsch sind. Ich ja, merke noch gar nichts. Ja. Slippery. Du kannst ja auch rutschig sein. Alter, das ist halt immer so ein Unterschied zu abgefuckten Reifen und dann zu neuen Reifen. Das war knapp, Mann. Alonso.
Oh, ich schiebe gelb. Ich weiß nicht. Oder auch nicht. Ich nicht, ich bin nicht. Ich bin unschuldig. Okay, jetzt wird es langsam. Also, ich glaube, jetzt wird es langsam rutschig. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen. Jetzt merken wir uns. Aber meine hat gerade gesagt, man sollte noch nicht wechseln. Okay. Alter, das wird sick für dich noch. Bei Platz bist du? Moment doch. Oh, rutschig, fuck! Ich bin geradeaus, man hat sich weggedreht, Alter, fast. Oh, das wird, glaube ich, echt noch witzig. Solange du Temperaturen. Ja, bei dir ist es halt echt. Bei dir ist es jetzt echt sick, man. Meine Reifen sind am Arsch und es ist rutschig und regnet. Okay, jetzt rutsche ich aber auch. Wow. Alles oder nichts, Intermediate! Meine Reifen sind blau, Alter, die waren blau gewesen! Alter, ich geh noch eine Runde. Ich geh noch eine Runde, Alter. Ja, ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin für zwei Runden über den Hafen drüber, jetzt mit der Punktanzahl, das geht nicht. Los, fahr jetzt! Das sieht aber nicht aus wie. Wieso hat er mir keine Intermediates drauf gemacht? Hast du es eingestellt? Ja, natürlich! Was soll das? Blau? Nee, die sind nicht blau. Aber ich glaube, sie sind grün. Sondern? Ich weiß nicht, sie sieht aus wie grün. Grün? Ja, grün ist Intermediate jetzt, Mann. Blau ist Regenreifen. Sorry, stimmt. Oh, jetzt sind meine Reifen blau. Fuck. Jetzt durch. Oh, Alter, du hast genau richtig gewechselt, glaube ich. Wenn der Osberg hinter mir gewechselt hat, habe ich ein Problem, Mann. Oder soll ich einfach weiterfahren, Mann? Scheiß an. Wow, an der Stelle ein Lag ist uncool. Geht's mit den Intermediate-Reifen? Ja. Das ist auf jeden Fall nicht immer als mit den vorhandenen Hauptreifen. Und die rutscht nicht mehr. Ich hab in der Boxengasse. Ich werd extrem langsam. In der Boxengasse habe ich gerade einen Sainz überholt, also in der Einfahrt. Okay, ich habe jetzt auch Intermediates drauf, Alter. Ja, Rosberg fährt auch rein. Da fährt der Maggi wieder vorbei. Oder wieso lenkt er die Wand? Wow. Alter, fuck, ich bin ja Benzin im Minus. Ich muss Benzin sparen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie schnell man hier fahren darf, man. Oder kann mit dem Reifen. Na gut, du beschüttet nicht voll. Wenn es jetzt voll schüttet, muss man am Ende nochmal wechseln, ey. Dein Name gesagt, Starkregen, ne? Mhm. Am Ende vom Rennen Starkregen. 33 sowas. Alter. Der Rosberg holt auf mich auf, fuck you.
Ist so scheiße da. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. 9, 8, du bist ein Zipter, oder? An was für behinderten Stellen sie halt Platz machen. Ich glaube nicht, dass wir schon jetzt komplett Regenreifen brauchen, aber es wird nicht mehr lange dauern. Alter, Aquaplaning mit den Reifen hat er bei mir gerade gesagt. Bei mir hat er gerade gesagt, es ist mal, die Autos spritzen zwar noch für Wasser auf, aber es ist noch nicht Zeit, Regenreifen zu nutzen. Bei mir hat er gesagt, bei den Reifen gibt es jetzt Aquaplaning. Alter, ich wechsle nicht mehr, leck mich fett. No risk, no fun. Boah. Aber ich merk's, glaube ich, schon. Ein bisschen merkt man das schon, ja. Man fucking will doch einfach so gewinnen. Ist doch erster, oder? Ja. Aber ich lass noch mal. Vorsprung 10, 20, 30? 12. Also lass noch mal irgendeine Scheiße passieren und dann bin ich schon nicht erster. Kanada. Hätte ich auch easy gewonnen. Ich habe zwei riesen Böcke geschossen. Böcke, keine Ahnung. Das ist die Mehrzahl von Bock. Ah, Böcke, glaube ich. Ist doch schön. Dann fahren wir mal hintereinander. Boah. Aber im Regen ist mein Vorteil weg dir gegenüber, finde ich. Ich fahre im Regen kaum schneller als du. Ja, da brauchst du doch keine Regenreifen, Mann. Die sollen sich nicht so haben. Was fahrst du? 15er Zeiten fahr ich. Warte. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Hat dich gesehen, auf der wirklichen Zeit. Stevens fährt neben die Strecke, um dich vorbeizulassen, oder was? Scheinbar. Da bin ich im Rutschen. Das ist hier vorbei. Die haben jetzt gerade 20 mal blaue Flagge gezeigt. Der fährt lieber die vorne die Box. Fuck, Alter. Das könnte ich nochmal nach vorne spulen. Da brauchst du jetzt nicht halt jetzt noch durch, die zwei Runden. Rutschen haben die, oder? Alter, ich schalte jetzt nochmal fett. Knallen wir noch eine neue schnellste Runde hin. Boah!
Das geht schon, ich hab noch Temperatur in den Reifen. Boah, leck! Grüne Flagge, das Rennen geht weiter! Gelb, sagt er. Jetzt ist wieder grün. Also meine Reifen haben noch Temperatur. Meine sind grün, grün bis gelb. Ja, also. Gelb ist besser. Boah. Oh ne, gelb ist nicht besser, aber gelb ist wärmer. Wer Platz bist du jetzt? Sechster. Boah. Rosberg war in der Box, die Muschi. In der letzten Sick, Runde war ich. Aber das geht schon. Das ist doch nur der zweite Sektor. Du bist schon in der letzten Runde. Ja. Und das ist in der vorletzten. Ja, nein, du bist jetzt auch durch. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade so eingefallen. Oh, wir fahren hintereinander ins Ziel, Magie. Yes! Oh, da hat der Hamilton wieder gewonnen nach einer Durststrecke von zwei Rennen. Doppelsieg Mercedes. Regnet doch gar nicht mehr, Alter. Juhu, was? Regnet doch gar nicht mehr. Alter, wie schnell waren wir denn jetzt, Mann? Für mich, wir haben eine Stunde ungefähr gebraucht für das Rennen, für alles. Du sollst nochmal anderthalb. Ja, das Training weglassen. Der Track ist cool, die gefällt mir. Ja, als wenn Hamilton so ausgiebig feiern würde. Großartige Fahrt vom amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton. An Tagen wie diesen ist er in seinem Mercedes einfach unschlagbar. Stops 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6. 1. Ah, siehst du, 1, 10. Ja doch, du halt, vom Speed haltst du schon mit den vorderen. Also gut, jetzt nicht den Mercedes, aber mit dem Rest. Du machst halt zu viele Fehler, das ist dein Problem. Das fitze dich immer zurück. Mir war dieses Rennen zum Beispiel gar nicht. Screenshots. Ich hab grad vergessen, Screenshots zu machen. Du hast doch die Aufnahme. Ja, ich habe aber nicht nach unten gescrollt ganz. Ich habe bloß unsere ersten Mach ich das? Drauf. Na, mit dem Handy beispielsweise? Ich würde auch mit dem Handy zwei Bilder machen, es geht schneller jetzt. Wir haben Schmerzen. Was noch? Oh, 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 ich sehe die untere nicht. Ja gut, aber das ist jetzt eh wurscht. Was noch? Na gut, dann habe ich ein Bild, dann brauchst du mir keins schicken. Lol, wenn es voll verschwunden ist. Kann raus. Ah, nicht schnell starten. Welche Strecke kommt als nächstes?